Grün ist die Farbe des Propheten Mohammed und neben dem Schild an der Stirnseite ist das im Moment das einzige Zeichen dafür, dass sich im alten Heizhaus in der Max-Otten-Straße das neue Gemeindezentrum der Islamischen Gemeinde Magdeburg befindet. Am Mittwochabend ist es feierlich eingeweiht worden und der Vorsitzende der Islamischen Glaubensgemeinschaft ist überglücklich. Es zeigt sich, dass wir irgendwie den Frieden Islam richtig vorstellen. Also wir haben irgendwie uns schon den richtigen Islam vorgezeigt und die Kommunikation mit den anderen Zivilvereinen, mit der Stadt Magdeburg, mit dem Ministerium. Und sie haben schon gesehen, dass wir das irgendwie den mittleren Islam auch vorstellen und zeigen. Und damit Sachsen-Anhalter irgendwie oder Magdeburger, die das auch das verständlich irgendwie genommen haben. Okay, es gibt immer einen kleinen Teil, die sagen, okay, wir hoffen sowieso, euch nicht mehr hier zu sehen. Und, aber das ist ein kleiner Teil, vergleichbar also mit den anderen Städten, mit anderen Bundesländern. Da kann man das vergessen. Wie gesagt, es ist auch schon unser Auftreten gegen IS und gegen alle Gewaltarten. Das hat auch irgendwie auch Gründe und am Ende Folgen auch gezeigt, dass wir das hier auch anerkannt bleiben hier dürfen. Zur Einweihung sind neben den Vertretern des Landes und der Stadt Magdeburg auch Würdenträger der beiden christlichen Kirchen und der jüdischen Gemeinde gekommen. Alle zeigten sich beeindruckt, denn kaum einer konnte sich vorstellen, dass aus dem Industriebau ein würdiges Gotteshaus werden könnte. Insgesamt sind nach Angaben der Islamischen Gemeinde mehr als 800.000 Euro in Ankauf und Umbau investiert worden. Das Geld stammt aus Spenden der Gemeindemitglieder und Oberbürgermeister Lutz Trümper rief in seiner Ansprache zu gegenseitigem Verständnis auf. Die Wohnen, die den auch interessiert haben, die auch noch keinen haben, sind Magdeburger und haben die gleichen Rechte wie jeder andere auch. Oder Verfassung und von dem, was der Menschlichkeit nennt, sind alle gleich. Da gibt es keinen Unterschied. Egal, ob man gläubig ist oder nicht. Und wir haben in der Stadt hier bei uns in Magdeburg sehr, sehr viele, die keiner Religion angehören. Und auch die müssen mit allen Religionen zurechtkommen und umgekehrt natürlich auch. Und damit das, was wir gemeinsam machen müssen, eine Frage zunächst mal der Menschlichkeit und des Umgangs miteinander. Des gegenseitigen Respekts, der Anerkennung des Andersseins. Ich rede das erste Mal in den 15 Jahren, wie ich Bürgermeister bin, ohne Schuhe. Oder wenn man sich doch eine Jacke rausstellen, das passt. Ohne Schuhe brauchen wir auch keine Jacke anziehen. Ich liebe Allah von diesem Herzen. Ich liebe Mohammed, der sind die Herzen. Ich liebe Allah. So singen die kleinsten Gemeindemitglieder über ihre Liebe zu Gott und es gibt gar keinen so großen Unterschied zu vergleichbaren Liedern aus evangelischen oder katholischen Kindergärten. Denn alle hier Versammelten betonen, dass es zwar viele Unterschiede gibt, aber eine große und verbindende Gemeinsamkeit. Alle wollen in Frieden mit ihren Nachbarn leben und ihren Glauben praktizieren.